Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox zur Osterbox. Wir verstecken zu Ostern diesmal den Kuchen im Ei und backen Eierlikörkuchen, die wir mit Mohn füllen. Du benötigst aus deiner Box das Mohnback von Dr. Oetker, Lottas Eierlikör mit Orange, die Tasseneierbecher von 58 Products und ihres Eierfarben von Heidmann Eierfarben. Zuerst bereiten wir die Eierschalen vor, in der der Kuchen später gebacken werden soll. Nimm dafür zum Beispiel einen Rouladenspieß und mach ein kleines Loch oben in die Schale. Dann langsam und vorsichtig die Schale oben entfernen, so viel, dass das Eigelb durchpasst und du auch mit dem Finger noch gut hineinkommst. Die Eier auswaschen und auch das Innenhäutchen entfernen. Den Inhalt der Eier werfen wir natürlich nicht weg, sondern heben sie auf. Zwei davon auf jeden Fall für das Rezept schon mal zur Seite stellen und den Rest zum Beispiel in Gefrierbeuteln verpackt, im Kühlschrank lagern oder auch einfrieren. So 12 Eier vorbereiten. Dann Schüsseln mit Eierfarbe vorbereiten, damit wir die Eier färben können. Dazu heißes Wasser und jeweils 2 Esslöffel Essig in eine Schüssel geben und die Eier nach und nach färben, je nach Farbwunsch. Für den Eierlikörkuchen brauchst du weiche Butter, Zucker mit einer Prise Salz, die 2 Eier, Mehl, Backpulver und Eierlikör. Alternativ kannst du auch Vanillesoße benutzen. Zuerst die Butter mit dem Zucker und Salz schaumig rühren und auch richtig lange, sodass eine schöne homogene, fast weiße Masse entsteht. Dann die Eier nach und nach dazugeben und nochmal sehr gut unterschlagen. Solange kein Mehl hinzugegeben wurde, kann der Teig lange gerührt werden und wird umso fluffiger. Dann Mehl mit Backpulver und den Eierlikör unter den Teig heben und dann nur noch kurz aufschlagen. Den Teig dann in einen Spritz- oder Gefrierbeutel geben, damit er sich leichter in die Eier einfüllen lässt. Und dann den Teig in die Eierschalen füllen. Zuerst ca. ein Drittel bis zur Hälfte voll. Und das Mohnback mit den Händen in zu kleinen Kügelchen formen, in der Größe des Eigelbs ungefähr. Dann in den Teig drücken. Und nochmal etwas Teig oben drauf geben, sodass die Eier zu 2/3 befüllt sind. Die Eier in den Eierkartons in den 160 Grad Umluft, Heißluft vorgeheizten Backofen geben und für etwa 18 bis 20 Minuten backen lassen, bis die Kuchen auf einen Fingerdruck noch weich reagieren und auch leicht gebräunt sind. Aus dem Ofen nehmen und noch abkühlen lassen. In den Tasseneierbechern serviert, sorgen sie auf jeden Fall für erstaunte Blicke. Ich wünsche guten Appetit und kommentier doch mal, wie es dir geschmeckt hat. Abonniere am besten auch unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!